Hallo und willkommen zurück zu Fire Emblem Three Houses. Wir befinden uns im Kapitel 15, I guess, maybe, möglicherweise, und machen Zeug. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal eine Nebenquest gemacht, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es kann gut sein, dass wir die Annette und Gilbert Nebenquest gemacht haben. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wir werden es gleich sehen. Nach diesem Ladebildschirm, um genau zu sein. In diesem Ladebildschirm wird uns erklärt, wie Wälder funktionieren. Die geben einem 30% Avoid und 1 Punkt Defense. Das ist schon ziemlich nice. Vor allem, wenn man als Flyer da reinfliegt und einfach dismountet, um alle seine Boni aus dem Wald rauszuholen und dann einfach denkt, lol, ich flieg jetzt wieder weg. Scheiß auf Terrain-Penalties. Wir befinden uns in der letzten Woche vor dem Kampf. Okay. Wir haben wahrscheinlich Supports offen. Genau, die gucken wir uns eben an. Und danach gucke ich eben, ob wir noch Kämpfe machen müssen. Und wenn ja, machen wir die. Und wenn nicht, dann machen wir ein Seminar oder so. Sylvain, eat these. What are these, Felix? Oh, hey, is this candy? A girl in town gave them to me, but I don't want them. Right, you don't like sweet stuff. Thanks, I'll eat them later. So, what do you need? Want me to help you get closer to a girl? Just point her out. You're incorrigible. No, I wanted to thank you for your help in battle. If you hadn't spotted that enemy ambush, I would have been killed. Nah, I didn't do anything special. Friends help each other out, especially on the battlefield. Just a little give and take, you know? You never change. Nope. I try to stay on an even keel. You're always... Always what? Nothing. Come on. If you've got something on your mind, then say it. Maybe I'll tell you later, maybe I won't. Fair enough. I'll be having something to eat while you're deciding... whatever it is you're deciding. Actually, come with me. My treat. If you do want to talk, then I'm right there. Okay, just this once. Only because you saved my life. Free food, possible conversation, and when we're done, we can find some girls. Felix is not amused. It was a joke! Felix, I was joking! Come on, let's just go eat. Okay, bin Fan. Unterstützung Level A, dann Felix und Sedith. Interesting. May I help you, Sedith? Finally noticed me, I see. Good to see that you are so dedicated to your training. Do you have need of my sword? No, this is not a military matter. I would like to discuss the distance you seem to be keeping from the others. Distance? I don't follow. I have noticed that you like to keep others at arm's length, and in most cases, quite a bit further. Keeping a close eye on me. They don't share my values, that's all. Is that why you train alone? Because your friends do not share your values? You seem displeased. I suppose you're going to tell me, to defeat your enemies, you must have dependable allies. That's not exactly how I would phrase it, but having good relationships with your allies is essential in combat. I am sure you realize that it is easier to bond with people when you interact with them more. There are limits to what one person can do alone. Great things cannot be achieved without allies. You sound like my father. You're saying it's in my own interest to make friends? To put it simply, yes. As much as you possibly can. To be honest, I envy you, because I know what it is like to not have many people to call friends. I wouldn't have guessed that. There are so many devout believers. I am talking about friends. People to speak with on equal terms. You have many friends here. You should take care to attend to them. I'll consider your advice, but I'm not usually one to change my mind. To be young. Sedith, wie alt bist du? Willst du mir das bitte erzählen? Du verwirrst mich ein wenig. Oh, hello, Sedith. What up? Hello, Leonie. I imagine you are here to fish? Yeah, this is a great spot for it.
You must be a pretty experienced fisherman, huh? Actually, while I have enjoyed the hobby for a long while, I must admit I am less than proficient. Now that you mention it, I can see you're not having much luck today. It is likely because I am not using any bait. Well, that explains it. But why bother fishing at all, if you're not even trying to catch something? Truthfully, I fish only so that I might relax. It is soothing to me to cast the line and watch the water ripple. My days are busy, even hectic. It helps to find peace and quiet every so often. Oh, that makes sense. Still, if you're going to go to all the trouble, you may as well actually bait the line. Wär nicht verkehrt. Maybe so. But to my chagrin, I do not even know what type of bait to use. I learned to fish by accompanying my wife. Alter, was ist denn das für ein dreckiger... Guckt euch das an, was da im Wasser ist in der Mitte für ein Strich. I never paid attention. Bah. The rest was done. Ah. And your wife, where is she now? She passed away quite some time ago. Wenn ihr schon unbedingt so ein PNG benutzen wollt, oder so ein JPEG oder was weiß ich, dann kümmert euch auch wenigstens darum, dass da, wo die beiden JPEGs sich treffen, kein dreckiger Strich ist. What about you? Why do you fish? Me? Just for the fish, actually. For me, it's purely practical. Catch a bite now, one less meal to worry about later. Hunting, fishing, whatever it takes to get by. That's how I've always done it. I'm not exactly starving right now, but back then, if I couldn't catch something, I'd go hungry. So getting the hang of it was pretty vital. I would certainly say so. I imagine it is intensely satisfying to catch a fish when the need is so great. Probably, yeah. The need makes it more purposeful. But hey, if you ever want to try fishing for real, I'd be happy to share my bait with you. And if you catch something, I'll cook it up nicely for you. How's that for motivation? Oh, are you a skilled chef also? Can't promise it'll be fancy, but it'll taste good. Impressive. Wouldn't you know it, I am suddenly overcome with the urge to accept. Great! Let's get started. Und C, Unterstützung. Was? Es gibt noch einen Support? Zeithilfe mit Catherine. Okay, okay. Hätte ich fast übersehen. How are you, Catherine? You look well enough. Hm? Oh, yes, I'm fine. Never better. That is good. I cannot help but be concerned, given your tendency toward incautious behavior. While boldness can be a virtue, I do hope you will bear in mind that recklessness is not. A moment's negligence can lead to a mortal wound for even the most skilled fighter. You worry too much. If they saw me in action, the wounds themselves would cower. That is precisely the attitude that worries me. Especially given your history. You have been gravely injured before, as you no doubt recall. Me? Gravely injured? When did that happen? You mean you have forgotten? It was during your days as a student at the Officers' Academy. There was an excursion, a monster hunt. You charged ahead and left your fellow students behind. You ended up alone and surrounded. You almost died. Do you truly not remember? Are you sure? All I remember is cutting down monsters left and right. That is true enough, but you nearly bled to death in the aftermath. The Archbishop was so concerned for your life that she tended your wounds personally. That was when that happened. Finally! It all fits together. Lady Rhea looking after me. Now that I remember clearly. That was the first time she ever spoke to me. I was lying on the ground, caked in mud, and she gently picked me up, even stroked my hair. The emotions were so overpowering that they must have just cleared away my memory of the whole incident. So it was during the monster hunt. Thanks, Sedith. That's been bothering me for ages. That is not quite why I brought it up. Come to think of it, Lady Rhea hasn't healed me since then. We've got to find Lady Rhea. And then maybe someday she'll honor me like that again. Ah, wir haben genug Healer. Brauchst keine Rhea. Wir haben genug Healer. Rhea kann gerne da bleiben, wo sie ist. Habe ich gar kein Problem mit. So. Examen haben wir wahrscheinlich schon gemacht, wie ich mich kenne. Ja, Schmier hat... Ja, wir haben anscheinend schon Examen gemacht. Okay, gut. Das ist sehr schön. Gibt es Kämpfe, die ich machen muss? Nein. Dann machen wir ein Seminar.
zum Thema ich glaube, Moment, was könnten wir gebrauchen? Zeig mir nochmal die Examen hier. Ash, du bräuchtest, wenn du Bogenritter werden willst, Lanze hast du genug, du bräuchtest eh nur noch Reiten. I guess. Irgendwie. Seth ist auch schon promoted. Da hatte ich Glück, ich erinnere mich. Gilbert, für den Erzritter brauchst du. Ah, genau. Ich glaube, ich wollte zu Anna gehen und shoppen, oder? Aber das kann ich auch nächsten Monat machen. So wichtig ist mir die Promotion nicht. Die ist mir ziemlich egal sogar. Fuck, was machen wir für ein Seminar? Ich guess, Bögen hat noch nie jemandem geschadet. Und wer noch irgendwer anders der Bögen anbietet, Hanneman bietet Bögen an und Vernunft. Habe ich, glaube ich, nicht so viel von. Schwerter Vernunft. Nee, Schwerter Glaube ist das. Lanzen und Äxte mit Gilbert. Lanzen und Äxte mit Gilbert könnte man machen, aber ich glaube, es ist nicht so sinnvoll. Schwerter und Fäuste. Lanzen und Bögen, das sieht mir immer sehr sinnvoll aus. Shamir, mach mal. Du weißt, was du tust, Shamir. Und A-Rang, A-Plus-Rang für Ash, sehr schön. I understand. I'm finally grasping this. Close Counter Ingrid. I suppose it's working. This'll help keep me alive. So, Motivation der Seminarteilnehmer erhöht. Und dann können wir mal gucken, was wir denn jetzt, skilltechnisch gleich machen. Aber dafür gehen wir erstmal auf die Mission und dann können wir uns da unsere Skills noch aussuchen. Hinterhalt in Ailel. Das Tal der Schmerzen. Sollte die Vulkan-Map sein, die wir ja tatsächlich kennen. Da waren wir schon mal, als wir, als Ingrid zwangsverheiratet werden sollte. Having received the Kingdom Army's plea for aid, Rodrigue has agreed to provide soldiers. In order to meet up with their reinforcements, the Kingdom Army sets out for Ailel, the Valley of Torment. Ja, da gehen wir hin. Das ist wahr. Das ist unsere, unsere Aufgabe gerade. Ich stimme dem zu. Hinterhalt in Ailel. Teil der Schmerzen. Kapitel 15, Blauer Mond. This valley isn't a place I'd care to return to. After the chilliness of Fargus, I can't seem to adjust to this extreme heat. Historically, there have been battles whose outcomes were determined in part by the climate. You can't argue that this heat isn't a factor. In conditions like these, who knows what will become of our morale. Zieht doch ein bisschen was aus, Leute. Professor, be honest. How are you holding up? Ich stoße an meine Grenzen. Don't overexert yourself. Perhaps it would be best to take breaks as we proceed. Hier ist überall Lava. They say Ailel was born of the goddess's rage. Das höre ich zum ersten Mal. If you believe the legends, this valley is evidence of the goddess's judgment. Passed on humanity for its corruption. The forest that once covered the surrounding area was burnt to ash by a pillar of light that descended from the heavens. That legend fueled belief in a place of torment between our world and the next, where one's sins are purified in the cleansing flames. Nonsense. Sins are not so easily washed away. Indeed, and there are no accounts of such a place in Scripture. Yet those who cannot face their own sins have no choice but to cling to the idea. I just don't think I can take this heat anymore. I think I'm starting to see things. Near those mountains over there. Is it just me? Or is there a group of people gathered there? No. It would seem you are not hallucinating after all. Are those Rodrigue soldiers? No. But their banner is that of... No. It can't be. That is House Rose banner. They curried favor with that witch and sold out Fargus. We messed up. There must have been a spy among us.
Will you have us meet them in battle, or wait for Rodrigue to arrive? There is only one option. How kind of them to save us the trouble of killing them later. Sie haben das Königreich verraten, richtig? I will not repeat myself. That banner belongs to the Grey Lion. It's a waste of breath to exchange words with one such as him. His Highness is correct. He is not an opponent whom we can expect to negotiate with. Everyone, prepare for the attack! Wenn deine Waffe oder Magie gegen den Gegner besonders wirkungsvoll ist, wird bei der Schadensberechnung die dreifache Kraft der Waffe oder Magie genutzt. Es ist unfassbar. Aber es passiert tatsächlich. Hoffentlich. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Huch, wen nehmen wir mit? Das hier ist eine Map, auf der wir fliegen wollen, hauptsächlich. Aber Kavaliere können auch nie schaden. Also das ist keine Map, wo wir unbedingt auf Kavaliere verzichten müssen. So. Also, wir nehmen Dimitri, Gilbert, Ingrid, Leonie, Sylvain mit. Das ist unsere Kavaliersfront. Ash wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Hier sind ein paar Kisten. Eins. Zwei. Zwei Kisten. So, das Ding ist aber... Die sind ziemlich weit weg. Ich bezweifle, dass Ash da überhaupt rechtzeitig ankommt. Und deswegen möchte ich, glaube ich, Ingrid lieber zwei Schlüssel in die Hand drücken. Oder, nee, stimmt gar nicht. Ingrid nicht zwei. Ich möchte einfach jeweils einer Unit einen Schlüssel geben. Ich lasse Gilbert zu Hause und nehme stattdessen Seteth mit. Gilbert, du kannst gerne als Adjutant mitkommen. Oder wir nehmen Ignaz als Adjutanten mit. Seteth kann keinen Adjutanten mitnehmen, das ist schon mal klar. Sylvain, nimm dir ruhig... Nicht Sylvain. Wir brauchen jemanden, der doubled für den offensiven Adjutanten. Und das wäre zum Beispiel Felix. Du nimmst dir Ash mit. Ja, nimm dir Ash mit. Und Leonie, du nimmst dir... Catherine mit. So, dann wollen wir die Inventare eben hier ein bisschen sortieren. So, du hättest auf jeden Fall ganz gerne... Lass das Eisenschwert zu Hause. Nimm du dir einen Truhenschlüssel mit. Truhenschlüssel. Und genau das gleiche machen wir mit Seteth. Du nimmst dir auch einen Truhenschlüssel mit. Den Stein der Erfahrung brauchst du auch nicht. Dann nehmen wir was anderes mit. Zum Beispiel... So ein Bandschild. Gibt ganz schön viel, ne? Nehmen wir ein Stahlschild mit und halt unseren... wollen wir hier vielleicht noch irgendwas nehmen? Nee, nicht unbedingt. Wir nehmen auf jeden Fall einen Truhenschlüssel mit. So, dann will ich einmal zum Marktplatz und Sachen verkaufen. Hier dieses Goldbeutel, die können alle weg. Und dann hat irgendwer noch... Irgendwer anders hat noch einen dabei. Hier ist einer. Haben wir sonst noch Goldbeutel, die weg müssen? Nee. Okay, sehr schön. So, dann checken wir noch eben einmal die Waffen durch. Das ist in Ordnung so. Das ist in Ordnung. Auch hier alles in Ordnung. Alles safe. Ziemlich nice. Felix kommt auch klar. Leonie, dein Eisenbogen muss repariert werden. Reparieren. Leonie. Mit 7 Uses kommen wir auf jeden Fall nicht über die Map. Deswegen müssen wir reparieren. Und zwar jetzt schon. Muss ich, wenn ich schon hier bin, kann ich gleich hier direkt gucken, muss noch was repariert werden. Nö. Mm-mm, alles safe. So, dann gehen wir eben ein paar Fähigkeiten durch. Fertigkeiten. So. Bei dir. Nahkonter wäre halt nicht verkehrt. Bataillonsvorteil werde ich nie einsetzen. Gib mir den Nahkonter. Dimitri. Bewegung plus 1 will ich auf jeden Fall haben. Weg mit Bataillonszorn. Setzen wir selten ein. Wir nehmen Bewegung plus 1. Lanze und Axt. Schwertbrecher nimmt man auch gerne. Und das passt so.
Annette, Derwisch-Tanz, den wollen wir gerne haben. Gibt Skill, Speed und Luck plus 1 beim Tanzen. Das heißt, wir nehmen den mit und lassen dafür Lanzenbrecher zu Hause. Ne, wir lassen Axt Level 3 zu Hause. Das gibt halt Treffer, Avoid, Crit und Crit Avoid. Aber wenn wir eh... Also entweder benutzen wir ein Schwert oder wir benutzen das gegen... oder wir benutzen halt gegen Lanzen die Axt und dann ist der Lanzenbrecher letztendlich sinnvoller als Axt Level 3. So, Ingrid, du könntest auch Nahkonter mitnehmen. Wollen wir dafür was weglegen? Autorität oder Nahkonter könnten wir machen. Also Autorität weglegen, das hier wäre 6 Tech mehr bei einem Strategie. Eigentlich sind Strategeme bei ihr ziemlich nice. Ich glaube, wir lassen den Nahkonter bei ihr weg. Das geht klar so. Mercedes geht auch klar. Bei Shamir müssen wir auch nichts mehr ändern. Leonie genauso. Seteth. So, das Schwertlevel brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht. Wir können Schwertbrecher mitnehmen. Macht Alarmbereitschaft. Void, nee, wir nehmen den Schwertbrecher mit. Void plus 10 hast du eh schon. Ja, das passt dann so. Sylvain. So ein Aegis of Sylvain. Wahrscheinlichkeit und Prozent des, vom Skillwert. Wie viel Skill hast du denn? 21%. Das ist halt super unreliable. Und das ist... Nee, das lassen wir. Das wollen wir nicht. Kein Aegis. Kein Aegis. Wenn wir schon dabei sind, du kannst Vernunft weggeben und nimmst dir lieber Bogen Level 2. Über Nahkonter. Du brauchst keinen Nahkonter, du bist ein Assassino. Du brauchst ihn nicht unbedingt. Das wäre cool, aber du brauchst ihn nicht unbedingt. Und Felix mit Nahkonter, da, die Alternativen sind halt nicht so vorhanden. So, dann wollen wir einmal unsere Bataillone wiederherstellen. Und wenn wir gerade schon dabei sind... Ne, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Alles safe. So, dann brauchen wir einen Flyer im Norden und einen im Westen. Der nach Norden geht. Ja, nach Norden schicken wir Seteth. Hast du einen Hammer dabei? Nee, hast du nicht. Ich glaube, auf der Map ist eh die Donneraxt, aber ich hätte trotzdem gerne für Seteth einen Hammer dabei. Scheißen wir auf den Stahlschild? Oder scheißen auf die Eisenlanze? Weg mit der. So, einen Hammer hätte ich gerne. Zerschmetterer. Nee, nimm ruhig diesen Hammer hier. Kann irgendwer Zerschmetterer benutzen? Du könntest Zerschmetterer benutzen. Sylvain, du nimmst Zerschmetterer, glaube ich, einfach mal mit. Das ist zwar eine Dominik-Waffe, aber die ist halt trotzdem 18 Might. Magische Waffe, oh. Magisch. Aber Sylvain hat ja eh gar nicht so einen schlechten Magic-Stat, ne? Nimm den Zerschmetterer mal mit. Ist der 1-2-Range? Nee, das ist 1-Range. Aber es ist eine magische Waffe. 17 Magic. Vielleicht kommt es ja mal. Vielleicht ist es ja mal hilfreich. Ich kann auch noch Kampftechniken eben ändern. Das fällt mir ein. Seteth. So, was war mir zum Beispiel mit dem Monsterstecher? Der kommt raus. Helmspalter oder Spalter. Seelenruhe. Erhöhte Trefferchance. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Erhöhte Trefferchance bin ich voll dafür. Hier brauchen wir sonst nichts. So, Monsterruin. Behalten wir. Dimitri, Aschenblut. Kraft des Angriffs erhöht sich je nach Verteidigung der Einheit. Das wäre schon ziemlich nice. Nehmen wir über Sturmlanze tatsächlich. So. Weil es weniger kostet. Bei dir muss ich jetzt halt auch mal überlegen. So eine Delta-Attacke ist ziemlich useless, weil wir halt nicht so viele Flyer haben. Schweifschuss will ich behalten. Sturmlanze kann man drüber nachdenken zu ändern. Zornesschlag vielleicht. Kostet auch weniger, machen wir. So, starker Zug werde ich selten einsetzen. Wendige Klinge nehmen wir. Wendige Klinge über starker Zug. Shamir haben wir gerade schon geguckt. Leonie passt. Zettel haben wir gerade geguckt. Sylvain
passt auch. Verliere ich auch gerne den Schweifschuss über tiefer Fall. So. Und dann speichern. Und nochmal eben hier die Aufstellung ein bisschen ändern. Ich hätte ich gerne weiter vorne. Wenn ich Movement verteilen möchte, dann mache ich das von... Swap hier mal Plätze. Dann kann ich von hier aus Movement verteilen. Nee, warte. Nee, doch, so rum. Und dann kommst du nach da und gibst allen hier mehr Movement. Oder von da. Okay, so machen wir das. So machen wir das. Ihr tauscht Plätze. Und so soll das gehen. Nochmal speichern. Und los. The Valley of Torment. Perhaps a good place to finish off my life as a knight. Only if that puny force of children is able to kill me, of course. That man who raises the lion's flag, Lord Gwendol. He is an elder knight who serves House Rowan. Gwendol would, without thought, fight any battle if ordered. There is no chance of negotiating with him. Okay, hatte ich nicht vor. Ael is a deadly place. Flames burst from the ground with no warning. Sane people usually avoid it. So, the flames of torment burn your sins, your life, your everything. If you wish to spare yourself the goddess's wrath, tread lightly. So, und im Golden Deer Run ist das hier, glaube ich, Ash. Truhenschlüssel. Meisterbogen kann man hier gedroppt bekommen. Der hätte ein Ultima-Siegel dabei, wenn man das klauen möchte. Hab aber gerade niemanden dabei, der das klauen könnte. What's the plan? So, dann verteil mal Movement. You can do it! Königliche Kavaliere. So. I'll comply. Du kannst dich da einfach draufstellen. Ich glaube nicht, dass hier viel dabei passieren wird. Und du gehst dahin, dismountest, damit dir keiner was kann. Was wiegt denn am wenigsten? Schon die Eisenaxt, okay. Also absteigen und Tour öffnen. Donneraxt erhalten. So. Zetif. Ist das hier durch Dismounten? Abgestiegen. Ja, verliert also durch Absteigen 2 Strength, 2 Speed. Mehr verliert er nicht. Okay, okay, okay. Gut, dass ich das weiß. I'm your girl. So, ich möchte bitte einmal hier die Archer removen. Okay, Felix. Bam. You fought well. Archer Nummer 1 weg. Ready when you are. So, mehr Archer. Wenn ich. Ah, die stehen alle ein bisschen im Weg hier, ne, die Archer. Ich könnte nach hier fliegen und dann dismounten. Ich kann aber auch nach hier fliegen, da tanzen, dann weiter rein und erst im Gegner dismounten. What's my strategy? Fände ich, glaube ich, cooler, wenn ich ehrlich bin. Let's clean up. Ich würde auch gerne diesen Archer noch einen Range weiter weg, am besten von hier. Den kriege ich ja auch so kaputt, ne? Ja, hau drauf, Chemie. Dead. Feels good to fight. Ich glaube, Chemie, weil sie auf einem Pferd sitzt, kriegt sogar Speed Boni, wenn sie dismounted. Bin aber nicht 100% sicher. So, dann fliegst du jetzt nach da. Wartest da. Dann kommt mein Dancer an. Nimmt sich aber ein Eisenschwert für die erhöhte Dodge-Chance. Das ist eh ein Archer da hinten, weil ich erst eine Range habe, wo Annette mich countern kann. So. Wo ist die? Gibst auch noch Boosts durch dein
ne? Durch deinen Derwisch tanzt. Und dann kann sie absteigen, ihren Rapier auspacken. Und einen der Archer wieder killen. You took me lightly. Und nochmal Speed leveln und Death. So, sie hat Sword, sie hat Lance, sie hat Swordbreaker. Das ist der falsche Skill gerade, aber das ist in Ordnung. Wir haben immer noch 35 Speed. Wir verlieren auch hier einen Stärke und wir verlieren 2 Speed, aber durch der Bestand kriegen wir was dazu. Also, Verlust ist nicht groß gerade bei Ingrid. Jetzt muss sie da nur überleben. Hat aber einen guten Speedset, also ich glaube daran, dass sie das schaffen kann. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir hier fertig werden. Ich würde gerne den Kavalier umboxen. Ach, du bist ein Great Knight. Ich kann dich also mit einem Panzerbrecher klappen. Bam! It won't be in vain. Den haben wir erwischt. Nice form. So, reite da rein. Pack deine Eisenlanze aus. Nicht stark genug. Pack deinen Rittertod wieder aus. Hol dir diesen Adler. Sehr schön. Und bleib einfach genau da stehen. Das heißt nämlich, wir können den hier so killen, ohne dass der andere Knight an Mercedes rankommt. Dead. Let's keep our guard up. So, du greifst Seth an. Seth ist das ziemlich egal. Der ist tanky wie Scheiße. Zwei Schaden. Ist jetzt vergiftet, aber auch das ist Leonie ziemlich egal. Wir kommen halt gleich einfach mit Sylvain rein, geben nochmal Movement Boost und haben dann Mercedes frei. Oh nee, das könnte wehtun. Autsch. Unser Plan wurde irgendwie verbunden. Nee, wurde nicht. Wir können das einfach heilen. Und noch einer. Oh, okay. Wir können das heilen mit Mercedes. Die hat ja Erneuerung. Autsch. Aua. Ingrid. Oh. Habe ich da die Gegner unterschätzt? Aua. Okay, das war hart unlucky hier. Lass uns das nochmal versuchen. Das war sehr unlucky. Lass uns das nochmal versuchen. Und zwar, indem wir das RNG ein bisschen ändern. Dafür machen wir erst den hier. Kritten den mit Mercedes weg. Be at peace. I'm impressed. Und my jetzt. Greifen wir diesen Armor Knight einfach so an. Mit dem Bogen. Das heißt, er wird länger überleben. Aber letztendlich ist das hier unten jetzt ziemlich egal. An Mercedes kommt er so oder so nicht ran. Dann haben wir halt hier unten noch einen Sniper mehr. Gar kein Problem. Greift Shamir an. Shamir killt ihn. Sending their numbers. So, Gruppenlanzenangriff. Gedodged. Okay. RNG ist geändert. Seht ihr mal. Noch ein Gruppenlanzenangriff. Auch wieder daneben. Sehr schön. Und jetzt sollte sie das überleben. Ich glaube, sie kriegt jetzt. Sie hat auch Debuffs vorhin bekommen durch den ersten Gruppenlanzenangriff. Das heißt, sie steht jetzt auch grundsätzlich besser da. Autsch. Die Archer müssen wir gleich irgendwie überleben. Ich weiß halt nicht, ob der die plus 20% Hitrate hat. Der ist auf jeden Fall für Mercedes. Ist fein. Nice. Und der da oben kommt, glaube ich, nicht. Doch, der kommt ran. Lucky and bad bin ich. Lucky and bad. Aber ich will unbedingt meinen schnellen Spielstil beibehalten. Sehr schön, Seth.
Sonst hätte es seinen Job schon gemacht. Das heißt, er kann jetzt auch gerne einfach die da oben verprügeln. Ohne zu mounten. So. What's the plan? Der Plan besteht erstmal daraus, dass du mehr Movement gibst. Und Level 2 für die königliche Kavallerie. Plus 1 Treffer. Wow. Überwältigt. Weiter geht nicht. Schade. We can't be careless. Du kannst nach hier hinten laufen und einmal einen Purgativ abfeuern. You're amazing. Ingrid steht wieder. Wir kommen auch mit unseren Kavalieren hier ganz gut noch da hinten durch. If you're sure. Was aber eine ganz coole Sache ist, wir könnten ja einen von den Dancen. Müssen nur einen Schritt zurückgehen. Strategien. Cancel their movement. You forced my hand. Ja. Sehr schön. So, einen Schritt zurück müssen wir danach gehen, aber das ist völlig in Ordnung. Platz stehen hier. Shamir. Going for the kill. Dead. Stay down. So, einen Schritt zurück. Dancer unleashen. I'm dead now. Mal mit Shamir wieder rein. Den Kill kriegen wir mit dem Stahlbogen. Bam. Feels good to fight for a cause. Gone. Stu erhalten zum Vorrat damit. Nächster ist dran. Eisenbogen. Killt nicht. Wir können den Langbogen auspacken und den Archer killen. Unwahrscheinlich. Wir können den Archer einfach mit einem Eisenbogen killen. Weg mit dem. Schleifschuss. Dead. Alright, who's next? Sag doch mal, wer ist das nächste? What's my strategy? So, rein mit dir. Panzerbrecher kannst du behalten. Und Heilung auf Schmier. Thanks. Ready when you are. So, und jetzt können wir einfach mounten. Hier rein. Ah, fuck, der Archer. Dann benutzen wir doch... Hast du Two Range? Nee, du hast nur eine Silberaxt. Ist das das Killboss, oder? Das ist Killboss. Ich will aber an die Kiste ran. Das heißt, ich muss mich irgendwie kacke positionieren, aber es ist machbar. Wir nehmen Strategien. Setzen die hier fest und fliegen dann da raus auf den... über die Lava. So. Und dann fliegen wir nach hier. Und dann können wir im nächsten Zug die Kiste mitnehmen. So, Seteth, verprügel den da. Pack deine Eisenaxt aus. Bam. Lament your weakness. Meisterbogen erhalten. Zum Vorrat bitte. I'll comply. So, was hast du Tolles hier? Was hast du mit? Truhenschlüssel nehmen wir mit. Langspeer. I'll destroy you. Bam. I disposed of doubt long ago. So, Truhenschlüssel haben wir. Warum sind hier so viele Gegner? Ich werde mich nie mit denen anlegen. Dich holen wir uns gleich, keine Angst. Wir freeturnen das hier mit allem Loot, den wir kriegen können. Wir werden halt ein bisschen wenig XP hier mit rausnehmen, aber sind wir mal ehrlich, die brauchen wir eh nicht. Wir sind hier auf dem Objekt gefangen.
Und ich habe mir für mich das Objective gesetzt, dass ich diese Kiste haben will. Too weak for this world. Pass auf, wie am Ende nur Trash drin ist. Und ich hier meine Zeit verschwende. Und eigentlich das Chapter Turn 2 hätte beenden sollen. Was ich halt machen könnte. Ich habe halt den Rapier und Ingrid. Ich muss das Spiel echt mal richtig Iron Man so alles reliable spielen, ohne halt sich auf das RNG zu verlassen. Was ich halt hier ziemlich oft mache. Einfach weil ich weiß, hey, ich kann das einfach zurücksetzen im schlimmsten Fall. So, dann gönnen wir uns mal hier diese Kiste. Von da. Silberschild. Hat sich, glaube ich, nicht so gelohnt. So, dann müssen wir mal eben hier den Weg frei machen, um an den Boss ranzukommen. I disposed of doubt long ago. So, ich hätte gern Movement. You can do it. You can do it. Well done. So, von hier hinten im Stahlschwert. Oh, der ist ganz schön tanky, der Junge. Sultanschwert. Können ihn aber bestimmt auch einfach mit Magie abschießen. Mein Hitrate mit Magie ist gar nicht so gut. Was hast du für Skills? Oh. Schärfte Sinne. Okay. Defensiver Hieb. Level 4, Autorität Level 4. Was ist das hier? General. Achso, okay. Okay. Wie effektiv ist denn unser Rittertod gegen den? Macht gar nichts. Zählst du nicht als Kavalier? Zählst du nur als Armor? Nee, der zählt doch als Kavalier. Einfach so viel Def? 34. Bin ein bisschen confused. Panzerbrecher. Den können wir benutzen. Können wir dem aufs Maul geben. Pack den Panzerbrecher aus. Does a whelp like you really expect to kill me? I am Gwendol, the Grey Lion, a knight by the hand of Count Roe. Do your worst. Oh. Und es ist over. Drei Turns. Hätten zwei werden können, wenn ich den Silberschild nicht hätte haben wollen. So I have found a place to die. Young ones, I thank you. Dead. It is the way of knights to follow their master's orders without argument. Lord Gwendol was a good man. Now he is just a corpse, nothing more. Let's go. Rodrigue is waiting for us. So, hier sind noch eine Menge Gegner, aber fick die doch. So, was will ich denn mit denen? Motivation von Schamiert ihr Maximum erreicht. Hier wird ge-ATC'd. Aber nicht wirklich, weil ich habe halt Züge verschwendet. It's been too long, Your Highness. That's the power of Stripe, Leute. Try to temper your joy, will you? This is a war, after all. To say such a thing at a time like this, you have not changed one bit. Don't let looks deceive you. I've had a rough go of it ever since I crossed blades with those traitors in Ferdiad. When I heard you'd been executed, I rushed there as fast as I could, blind with fury. When I got there, I was fed some garbage about not being able to see your body. The next thing I knew, I was gripping my blade and... Gilbert, you have done well to locate His Highness. I am truly grateful. And you, I have you to thank as well. Es war meine Pflicht als ein Magister. Well, we are in your debt. I will repay you for this someday, I swear it.
And you, Felix. You have also done well to bring His Highness here. Tell us all you know, Rodrigue. I'm afraid there's not much to tell. You are aware that the western region of the kingdom was taken by the Empire, correct? Yes, so I have heard. They are now calling it the Fargus Dukedom, or some nonsense. If you know that much, then the rest won't take long. Enemy or not, it's undeniable that Cornelia's plan was nothing short of genius. After seizing power, she invited the Imperial Army to Ferdiad. There she reorganized her troops, and then sent soldiers to hunt me down. Because of that, we were forced to act defensively, and now we're being forced into a difficult battle. She's been controlling the situation all along. So that's been the witch's plan from the start. I should have killed her ages ago. Your Highness, Ferdiad is in a terrible state right now. The tyranny is unbearable, and so the rebellions are endless. Refugees starve to death in the streets. If I may speak freely, Your Highness, we should change course for Ferdiad and take down those traitors before we embark to Enbar. There's no time for that. We must annihilate Enbar before all else. Think this through. I understand wanting to destroy the Empire and the Emperor. I want that so much it hurts. But which is more important, the dead or the living? Silence! No, Dimitri. You will hear me out. Are you asking me? Asking the dead to forgive that woman? No, I would not ask that of you. What I am asking is that you allow us to prioritize the Kingdom Capital over the Imperial Capital for now. As Lambert's close and trusted friend, I am confident that he would have advised the same. Do not dare to put words in the mouths of the dead. They are your words alone, even if you borrow their lips. Until I offer up that woman's head, Father will remain a slave to his lingering regret and hatred. Even now, he suffers. It is ceaseless. As we waste time with idle chatter, his suffering continues! You are my king. Our king. Wherever you lead, we will follow. But Your Highness, there are those who take up their sword in the name of revenge and yet along the way lose the strength and composure to follow through. You would do well to bear that in mind. Ah, I nearly forgot. Take this, Your Highness. The time has come for it to be wielded by its true master. Worum geht? Oh shit. Hero's relic once wielded by my father. The very same. I managed to steal it back from one of Cornelia's underlings in Ferdiad. Understated as ever, Father. It must have been a true struggle to get it back. I am grateful, my friend. Gilbert, Professor, may I request something of you? I wish to fight at your side. What? Senile already, old man? Darf ich den benutzen? You protect our territory. I expected it would come to this, so I left those matters to my younger brother. He has my complete faith. I must keep my promise benutzen. To our fallen king, to my dear friend. Was für ein Versprechen. A very old one. Das sagt mir gar nichts. I swore it nearly 10 years ago. Now then, Your Highness, let's destroy the Empire together. My men and I will spare no effort. I pray that you are right, and that this will save the kingdom. Arad Bar. Atrozität verwenden. Okay. Was tun wir denn dafür weg? Kriegerlanze? Die Kriegerlanze, die können wir anders sinnvoller benutzen. Die Sichel behalte ich auf jeden Fall. Our orders are to capture Enbar by striking the enemy stronghold directly. How familiar are you with the geography of Fodlan? Ich bin ziemlich vertraut damit mittlerweile. You must be aware that the kingdom and the empire are separated by the impassable Ogma Mountains, right? Die guten alten Ogma Berge. Legend has it that Saint Seros once crossed over those mountains to fight against the fell king Nemesis. But don't fool yourself. Leading a large army over such steep mountains would be near impossible. In order to infiltrate the empire, we have no choice but to go around the mountains, either to the east or to the west.
Ich würde sagen, wir gehen nach Westen. Weil im Osten ist ja... I believe that may be difficult. After all, the western region of the kingdom is already loyal to the empire. Ja, und deswegen klatschen wir dir. Perhaps we should consider going east, using the route that passes through Alliance. Ja, aber ich will nicht zur Alliance. The Alliance is currently split in two. Those who stand with the Empire and those who are against it. Leading the Imperial faction is House Gloucester, while House Regan leads those who oppose. Ja, House Regan we should take cool. advantage of their internal conflict and proceed east along the mountains until we reach the Great Bridge of Murden in Alliance territory. Okay, können wir machen. The Aramid River divides Alliance and Empire territory. There are many large bridges that cross it. However, the Great Bridge of Murden is by far the largest, and it is also closest to the monastery. I believe you crossed that bridge 5 years ago on your journey to the Battle of the Eagle and Lion. Wurde mir nicht gezeigt, vielleicht. Und was, wenn Allianz und Kaiserliche uns angreifen? I'm afraid it's a possibility, but it's still more practical than passing through the West. Perhaps our next nee, eigentlich nicht. Nö, eigentlich so gar nicht. glaubt ihr, wir uns beistehen? Claude of House Regan is the leader of the Alliance and is firmly against the Empire. They are the enemy of our enemy. In other words, hopefully, a friend. Also Claude auf jeden Fall. Are you suggesting that we ask House Regan to engage the Gloucester soldiers? I am. If we take the bridge, then House Gloucester will no longer be able to receive support from the Empire. There's no way a man as wise as Claude would refuse our request. Das stimmt, ja. And once we manage to capture the Great Bridge and gain a foothold into the Empire, then we cross Gronder Field and head south toward Enbar. But if we get attacked from both sides, we'll have to fight people from the Alliance, won't we? Speaking of House Gloucester, I wonder how Lawrence is holding up. Wir werden Lawrence umbringen müssen, oder? If we meet him again, it will probably be as enemies. To be honest, I'd rather avoid seeing him altogether. If you do not wish to kill familiar faces, do not tarry over the corpses of the dead. Good advice. Prepare yourselves. It is time to steal Prepare your yourself. Souls for the task at hand. Und ich glaube, damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Bin mir ziemlich sicher. Ich sag schon mal Tschüss.